Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomobits und Enodum, zu einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Ja, ein Video hat man in diesem Adventskalender noch nicht. Ein Projekt, das haben wir noch nicht gemacht. Ein Unboxing. Ja. Ein Unboxing. Ja. Auf geht's. Packen wir das aus. Heute zwei Pakete, die ich auspacken mit euch. Jo. Eine Schere wäre ganz praktisch, aber wir brauchen schon Scheren. Mein Finger verfärbt sich blau. Ja. Okay, wir haben aufgerissen. Ding. Und da kommt es schon zum Vorschein. Schön die Kühlung drin lassen. Ist gar keine drin. Hier ist die Kühlung. Da steht immer mal mein Name drauf. Das muss man nicht unbedingt sehen. Hier haben wir einen neuen Hoodie. Zwergenfürst. Hoodie für Zwergi. Kann ich gleich mal anprobieren. What the fuck? Jo, so sieht's aus. Der ist tatsächlich aus dem Rute Fanshop. Ralf Rute. Jo. Kann man mal sagen. Den beiseite. Und den zweiten auspacken. Jo. Sind beide von Spreadshirts. Und ich kann es hier sehen. Spreadshirts. Beide bei Spreadshirt gekauft. Ja, mal die Kupplung rausziehen. Vorsichtig. Dass man nichts in der Kamera sieht, was da drauf steht. So aufgerissen das Ding. Und hier haben wir den zweiten Hoodie. Räume ich nachher auf. So. Na da. Schauen wir doch mal. Aha. Fürst 2. Das ist doch eine seltsame Position. Schauen wir mal. Muss das so? Ja, ich werde es nicht anziehen und dann mal gucken. Ja, es geht. Mans Premium Shirt. Hoodie. Premium Hoodie. Man holt gerne Sticker drauf. Ja, also das Logo, das gefällt mir. Sieht akzeptabel aus. Die Frage ist, wie die Größenverhältnisse sind, ob das zu klein wirkt. Das werden wir jetzt mal herausfinden. Ich ziehe das Ding an. Man sieht da mal, wie das am Körper aussieht. Hoffentlich sind das beides auch diesmal männliche Shirts. Beim vorletzten Mal habe ich ja versehentlich weibliche Shirts bestellt. Das sah ja ganz lustig aus. Na denn. So, da ist er, der Zwergi. Ja, nicht gerade frisch geduscht. Naja, ihr müsst es euch heute mal geben. So, ziehen wir den ersten Hoodie an. Versuchen wir es mal. Rein damit. Ui, schon sehr kuschelig warm. Und runterziehe. Erster Hoodie. Passt wie eine Würstchen. Sehr gut. Ja. Sehr angenehm kuschelig. Sehr angenehm kuschelig. Ja. Hervorragend. Hier haben wir nochmal
What the fuck? Nice. So. Und der zweite. Da bin ich jetzt gespannt, wie das mit dem Design aussieht. Das ist nämlich aus meinem Shop tatsächlich. Aus dem offiziellen Sternenfürst Merchandise Shop. Kann man gleich mal ein bisschen Werbung für machen. Werbung bei meins. Ja. Kann man sich auch zu Weihnachten wünschen. Muss man nicht. Kann man aber ja, in schönem Grau. Gibt es natürlich auch in anderen Farben. Tada. Tatsächlich nur ein bisschen enger, ein Stückchen. Aber ja. Warum auch immer. Ja, first try. Also beim dritten Versuch. Ja, das geht doch, das passt. Lässt sich doch tragen. Angenehme Größe, das Design. Könnte noch ein bisschen größer, aber ja, so geht's auch. Muss ja nicht immer das ganze T-Shirt gehen, das Design. Das ist ja wie bei dem schwarzen. Ist ja auch nur, ja, kommt drauf an, was drauf steht. Und das steht drauf. So. Der zweite ist tatsächlich sogar ein bisschen wärmer. Ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an der Farbe liegt, aber nach der Farbe müsste ja der Schwarz dann der wärmere sein. Aber ja gut, sind eigentlich dieselben Hoodies, nein, nicht dieselben, aber sind beides Premium-Hoodies von Spreadshirt. Ja, na denn, dann werde ich die mal die nächsten Tage anziehen und ein bisschen austesten. Mal gucken, wie es sich in der Realität trägt. Und dann, ja, werde ich meinen Spaß mit haben, mit meinen neuen Klamotten. Ja, glaube ich noch, oben soll es euch gefallen haben. Ist vielleicht ein kleines bisschen kürzeres Video, aber ja, geht auch um den Inhalt und nicht um die Länge. Jo, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich im nächsten Video wieder. Dann vielleicht ein bisschen hübscher. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.